Hallo und willkommen bei WatchMaxes Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du heute reingeklickt hast. Gestern am 17. September 2020 hatte ich die unglaublich große Freude und Ehre, mit Matthias Klüh, dem Geschäftsführer von Ginor, ein Uhrengespräch zu führen. Wir haben gelacht, wir haben Spaß gehabt, wir haben auch ernste Themen besprochen und vor allen Dingen haben wir vereinbart, das Ganze aufzuzeichnen und euch auf meinem Kanal verfügbar zu machen. Ich hoffe, ihr habt bei dem Anschauen genauso viel Spaß, wie wir bei der Aufnahme hatten. Wir sind hier bei Ginor und vielen Dank, dass ich kommen durfte, auch als ganz kleiner Kanal und dass Sie sich die Zeit nehmen. Das freut mich wirklich sehr. Wir sitzen hier mit entsprechendem Abstand, auch wenn es vielleicht nicht ganz so rüberkommt, und haben uns getroffen, um über Uhren zu reden. Naheliegenderweise. Ich würde gerne verschiedene Themen abdecken. Zum einen die Auswirkungen der Krise auf die Branche, für Sie, für die Kunden, für die gesamte Branche, aber auch, wie Sie es einschätzen, wie sich die Uhr als Luxusgegenstand in der Zukunft entwickelt und welche Auswirkungen das haben könnte. Und ich würde auch sehr gerne darüber sprechen, weil es mich interessiert, was aus Ihrer Sicht die Marke und Firma Ginor besonders macht und von der Branche, von der Industrie etwas abhebt. Vorher würde ich aber gerne etwas über Sie als Person erfahren. Und ich glaube, dass es auch viele Freunde und Fans der Marke interessiert. Ich hoffe, das ist für Sie so okay. Ja, absolut. Fangen wir mal mit dem Einfachsten an, weil es, glaube ich, auch ganz unproblematisch ist. Wie lange sind Sie jetzt schon bei Ginor? 6 Jahre werden es dieses Jahr. Wir haben die Firma Jahreswechsel 2014-2015 übernommen aus den Händen der Familie von dem Herrn Sinn und haben im Herbst 2015 den neuen Werkverkauf eröffnet. Also wir sind jetzt noch vergleichsweise frisch, aber mit 5 Jahren, dann fühlen wir uns auch schon so ein ganz klein bisschen gesettelt. Der neue Werkverkauf, also der neue Raum. Genau. Genau, war ja schon immer in Frankfurt-Rödelheim angesiedelt, aber das waren gemietete Räume, die waren zum Zeitpunkt der Firmenübernahme aber schon gekündigt und wir waren da auch jetzt gar nicht so böse drum, weil wir ein Gebäude haben wollten, wo man direkten Eingang hat, wo wir uns selbst verwirklichen können im besten Sinn des Wortes und natürlich in Rödelheim, ist klar. Und das hat dazu geführt, dass wir hier in diesem Gebäude jetzt in unserem eigenen Gebäude sind, am Rand von Rödelheim, aber gut erreichbar mit dem Parkplatz vor der Tür, öffentliche Verkehrsmittel vor der Tür. Das ist in der heutigen Zeit ja wichtig, weil wir Direktverkauf machen. Und das hat ein paar Monate gedauert, das zu realisieren, bis es dann zur Eröffnung kam im Herbst 2015. Ist wirklich sehr, sehr schön geworden hier. Danke. Können Sie sich noch an Ihre erste Uhr erinnern? Meine erste eigene Uhr war eine Kienzle. Das muss so mit 6 Jahren gewesen sein. Es gibt aber Berichte, dass meine Berührung mit Uhren schon etwas länger zurückliegt, in Form eines Reiseweckers meiner Großmutter. Mir wurde immer gesagt, nach meiner Reparatur sei ein Teil übrig geblieben. Kann ich nicht bestätigen, ich will das aber auch nicht verneinen. Er tat es danach noch. Vermutlich, wenn Teil übrig blieb, eher nicht. Aber seit dieser Zeit habe ich aber eine gewaltige Hochachtung vor Uhren und das ist gar nicht schlecht. Ja. Also die erste war eine Kienzle, so eine Kinderuhr. Ich erinnere mich an einen orangefarbenen Sekundenzeiger zur besseren Ablesbarkeit. Die Farbe haben wir bis heute beibehalten bei unseren Uhren. Das Band war aus Kunststoff und ganz grausig zu tragen. Aber es hat mich zumindest nicht so abgeschreckt, dass ich danach keine Lust mehr hatte, Uhren zu tragen. Also von daher gehend alles gut. Die Uhr gibt es leider nicht mehr. Alle späteren Uhren gibt es noch. Ich glaube, das Schicksal teilen die allermeisten, dass die erste Uhr irgendwann mal untergegangen ist. Ja, wahrscheinlich ist sie irgendwo eingelagert und ich werde sie irgendwann finden, aber so tief bin ich noch nicht vorgedrungen. Also schauen wir mal, bin noch gute Hoffnung. Ja. Und na, Sie leben ja für einen, der sich für Uhren begeistert, im Paradies, weil an der Quelle.
Haben Sie eine Lieblingsuhr? Ich vermute ja, weil immer wenn ich Sie sehe, haben Sie eigentlich die gleiche Uhr am Arm, aber... Oh, das ist natürlich eine ganz schwierige Frage, weil das ist so, wie wenn man Eltern fragt nach ihren Lieblingskindern. Nein, also ich habe nicht wirklich eine ausgesprochene Lieblingsuhr. Ich trage jetzt seit einigen Monaten das Modell Stahlblau, weil Blau ist so ein bisschen meine Farbe. Schon sehr konstant, aber ich kann nicht sagen, dass ich jetzt eine Lieblingsuhr hätte. Also dafür habe ich eigentlich alle Modelle zu sehr selbst mitentwickelt, mit Design, mit was auch immer, dass ich sagen würde, das ist meins und alle anderen sind, habe ich halt so gemacht, weil sie mir langweilig waren. Nein, also ist nicht so. Okay, definitiv. Weil auf der Watchtime in Düsseldorf hatte ich die schon gesehen. Ja. Und auf ihren Videos hatte ich die gesehen. Wenn wir es getroffen haben, habe ich die gesehen. Das war also bewusst immer nur ein Modell wahrgenommen. Das ist tatsächlich so. Das hat aber natürlich auch einen anderen Grund. Ich habe eine ganze Zeit immer die Prototypen getragen. Okay. Bis das der eine oder andere Spitz bekommen hat und mich dann immer ganz gezielt angeschaut hat, unauffällig angeschaut hat, um herauszufinden, was könnte die nächste Uhr sein. Okay. Seinerzeit mache ich das nicht mehr, sondern trage ein Modell und bin damit ein bisschen von diesen Diskussionen gefeit, was kommt als nächstes. Ja. Das ist eine triviale Erklärung, aber es ist die Wahrheit. Ja. Eine Frage noch, ich habe es mir aufgeschrieben. Ich weiß, eine Antwort werden Sie mir nicht geben, da hatten wir kurz vorher darüber gesprochen. Was sind denn so Ihre Hauptinteressen neben Uhren? Hauptinteressen neben Uhren? Viel Zeit bleibt nicht, das muss ich zugeben. Von daher gehend, mich begeistern viele schöne Dinge. Ich habe ein Faible für alte Häuser. Oh. Mir gefällt das einfach. Ich laufe unheimlich gerne durch Städte und gucke mir Häuser an. Das teile ich mit meiner Frau, die das auch gern macht. Wir haben vorhin darüber gesprochen. Ich habe gesagt, ich saß nicht, aber ist ja auch noch ich habe so ein Hobby, was komplett anders ist wie das, was hier ist, was ich seit mindestens so lange, wie ich Uhren super finde, habe, und das hat nie aufgehört. Sonst interessiere ich mich für schöne Autos. Wow. Alte oder schnelle? Oder ja, alte, schnelle? Alles beide. Also nicht extrem, dass man mich jetzt auf jedem Rennen findet oder sowas, nein, aber mich fasziniert natürlich diese Form, mich fasziniert die Technik, dazu bin ich einfach mit Leib und Seele Techniker. Mich fasziniert das, ist ein Stück meine Jugend auch, wir sind die Generation, die mit Autos aufgewachsen sind und folglicherweise ist das immer noch von Interesse. Immer wieder. Super. Aber viel Zeit, wie gesagt, lassen wir die Uhren glücklicherweise nicht. Das sind auch, glaube ich, so die drei Hauptthemen, die zusammenkommen, wenn man so durch die Foren guckt. Uhren, Autos und gegebenenfalls noch Messer. Ja, stimmt. Alles handwerkliche Produkte, glaube ich, das eint sie. Also zumindest mal, was Messer angeht, kann ich das gut nachvollziehen. Das ist eine Handwerkskunst, ist auch ein ganz altes Werkzeug. Uhren ist ein Handwerksprodukt oder war zumindest ein Handwerksprodukt. Gibt es auch schon eine ganze Zeit. Autos gibt es vergleichsweise im Vergleich zu Uhren und Messern etwas kürzer, aber ist auch ein Produkt, was wir jeden Tag erfahren, erleben. Und das ist eigentlich super, also was man auch spüren kann. Ja. Ne? Ich würde gerne mal eine etwas außergewöhnliche Frage stellen. Angenommen, Sie wären gezwungen, drei bekannten Personen aus der Uhrenbranche eine Uhr zu schenken. Welche Uhr würden Sie den nachfolgenden Personen schenken? Als erstes den Simon Hall von Hanhard. Ha! Der hat ja nur selbst Uhren. Also, wenn ich jetzt drei Leuten was schenken würde, würde ich wahrscheinlich allen drei natürlich eine genaue schenken, das ist keine Frage. Und um sie gleich zu behandeln, auch allen drei dieselbe. Okay. Das ist tatsächlich eine ungewöhnliche Frage. Besonders der Aspekt ist ungewöhnlich, wie die drei damit umgehen, dass sie dann eine Guinard-Uhr aus meiner Heimatstadt, eine Frankfurter Uhr, tragen müssen und eigentlich ja ihre eigene Uhr tragen sollten. Ja. Von daher ist eine sehr politische Frage, die müsste eigentlich denen stellen. Sie würden wahrscheinlich auf jeden Fall eine Guinard-Uhr mit dem Aufdruck Frankfurt am Main bekommen. Mhm. Aber ich kann mir vorstellen, das ist ja schon fast...
Das ist ja schon fast ein politisches Erdbeben, was man erzeugt, wenn der eine Uhren herstellt, dem anderen Uhr herstellt. Eine Uhr. Ich hab hier drei Namen für Liste: der Simon Hall, die Lisa Ickler und der Konrad Damasco. Und ich glaube, alle drei könnten gut damit leben, eine Genau-Uhr geschenkt zu bekommen. Aus meiner Sicht bestimmt. Natürlich noch lieber, wenn sie dafür zahlen würden. Aber nein, Scherz beiseite. Alle drei sind feste Größen in der deutschen Uhrenindustrie. Und ich glaube, jeder von denen kann mit Stolz seine eigenen Uhren tragen. Ja. Deshalb würde ich keinem eine unserer Uhren aufzwingen wollen. Aber wenn er natürlich eine Frankfurter Uhr von uns tragen würde, wäre es schon fein. Ja. Das wäre klasse, ne? Ja. Können wir uns zum gemeinsamen Gespräch mal treffen. Und am besten noch tagsüber. Ne? Das wäre Teil, natürlich auf irgendeiner Messe oder so, sodass wir dann auch befragt werden von Dritten, was sie davon halten. Nein, jetzt mal Scherz beiseite. Also, die Idee ist, ihr habt was. Ja. Schauen wir mal. Vielleicht habe ich auch noch eine Chance, mit einem oder allen dreien zu sprechen. Und dann würde ich mal fragen, welche Sie denn gerne geschenkt bekämen von genommen. Ja, ich bin auf die Antwort gespannt, ja. Ob das auch so politisch gelingt wie bei mir jetzt. Schauen wir mal. Ich würde gerne kurz einen Schwenk machen. Ein bisschen ernster, weil ich glaube, dass es alle trifft. In der aktuellen Corona-Situation hat sich ja viel geändert. Ja. Ich glaube, jeder im Beruf merkt es auf die eine oder andere Weise. Welche Auswirkungen hat es für Sie, genau für die Branche und die Kunden? Ja, Corona ist für uns alle eine riesen Herausforderung. Und das ist eigentlich so ein bisschen der Verlust der Unschuld, würde ich mal sagen, weil wir eigentlich jetzt merken, was eine globale Welt bedeutet an Chancen, aber auch an Risiken. Dadurch, dass sich ein Virus durch das Treffen von Menschen über große Entfernungen in kürzester Zeit ausbreiten kann. Für uns persönlich, fangen wir mal an, mit dem täglichen Umgehen ist es natürlich nicht nett, mit den Kunden hinter der Maske zu sprechen. Mhm. Das nimmt viel von dem Persönlichen. Macht es einfach ansteigend. Die Uhrenindustrie als solche ist natürlich durch mehrere Wochen Geschäftsschließungen, Konjunktureinbrüche in den für die Uhrenindustrie wichtigen Märkten, China zum Beispiel, schwer gebeutelt. Das merken wir spätestens dadurch, dass natürlich auch unsere Lieferanten für Teile das zu spüren bekommen. Das ist eigentlich das, was kritisch ist. Und Corona ist jetzt nicht nur Corona, sondern es gab auch eine Zeit vor Corona, eine Zeit des Umbruchs schon in der Uhrenindustrie. Die großen Wachstumsraten näherten sich dem Ende und das hat Corona massiv verstärkt. Das heißt, die Uhrenbranche hat eigentlich so eine Vollbremsung hingelegt. Ich würde mal fast sagen, wie die Automobilindustrie eigentlich auch. Und für die Kunden bedeutet das nach meinem Gefühl, wir müssen uns alle wieder setteln und müssen dem Kunden wieder das bieten, was er haben möchte. Ein super Produkt, ein emotionales Produkt. Und da muss sich die Branche jetzt auch erst wieder finden. Da muss er aus dem Krisenmodus raus und muss sagen, so, jetzt gucken wir mal wieder, was ist wichtig für eine Uhr, für ein emotionales, im Prinzip Luxusprodukt. Mhm. Da müssen wir wieder hin, vielleicht müssen wir auch ein bisschen von der Masse weg. Also ein Luxusprodukt lebt also auch davon, nicht nur, dass es teuer ist, sondern dass es was für Insider ist, also für Leute, die das zu schätzen wissen. Und das ist, glaube ich, so in den letzten zwei, drei Jahren fast ein bisschen abhanden gekommen, weil die Uhrenindustrie, gerade große Marken natürlich, versucht haben, immer mehr Uhren zu verkaufen und dadurch diese Exklusivität ein bisschen gelitten hat. Ja. Das hat ein bisschen das Exklusive verloren. Ja. Das ist so ein bisschen, und man muss aufpassen, dass wir einfach nicht mit der Uhr, die per se ja was ist, also die mechanische Uhr, für die ich jetzt sprechen kann, die per se ja was ist für Kenner. Im Kern. Mhm. Für Leute, die sich damit intensiv auseinandersetzen, die den Wert zu schätzen wissen. Und die darf die Uhrenindustrie nicht sozusagen auf ihrem Weg nach möglichst großen Stückzahlen verlieren.
Denn sonst sind wir, wenn wir nur nach großen Stückzahlen gucken, wir sind davon nicht betroffen, aber die gesamte Industrie ist davon betroffen, da machen wir uns beliebig. Und Beliebigkeit ist zumindest mal für ein Produkt, was wie wir hier lokal hergestellt wird, ein absoluter Todesstoß. Ja, kann ich gut nachvollziehen. Erwarten Sie durch die Corona-Krise und den Einfluss, den sie hat, nachhaltige Änderungen im Produktionsprozess, Reduzierung von Abhängigkeiten, dass die Hersteller mehr selber machen, vielleicht das Risiko diversifizieren, auf mehrere Zulieferer bauen? Also diese Krise wird sicherlich nicht spurlos an uns vorbeigehen, aber es ist, glaube ich, ein Traum zu hoffen, dass jetzt jeder umdenkt und das Rad wieder zurücktritt. Das wird nicht der Fall sein. Ich hab ganz konkret gefragt, weil in Foren gab es wirklich sehr kürzlich erste Diskussionen, dass Sinn aus dem Katalogbuch die Werksbezeichnungen rausgenommen hat und damit sehr viel flexibler geworden ist. Es steht nur noch ein hochwertiges mechanisches Uhrwerk. Ein französischer Hersteller ist eingesprungen und das ist so eine Sache, die ich mir durchaus auch mit Lieferengpässen der benannten oder vormals benannten Werke erklären könnte. Ich kann natürlich da nur spekulieren für andere, aber ich denke, das hat mit Corona gar nichts zu tun, sondern das hat einfach damit was zu tun, dass sich jede Industrie sich verändert und die Komplexität zunimmt. Deshalb ist es heute schwerer zu sagen, was in einem halben Jahr ist oder einem Jahr ist. Und ein Katalog oder anderes, das sind Erzeugnisse, die bleiben ein bisschen länger liegen und was da drin steht, sollte dann schon stimmen. Deshalb mag da vielleicht dann auch etwas mehr Flexibilität von Seiten des Herstellers eingebaut worden sein. Wir haben in der Industrie natürlich noch die Besonderheit, dass wenn man mal hochwertige mechanische Werke sich vornimmt, die Schweizer Hersteller hier dominant sind. Und da gibt es bekannterweise das Thema der Schweizerischen Wettbewerbskommission, die dem größten Anbieter es untersagt hat, momentan Uhrwerke zu verkaufen an Nicht-Mitglieder seiner eigenen Firmenkonstruktion. Und das führt dazu, dass jeder andere Uhrenhersteller gezwungen ist, über den Tellerrand zu blicken. Das hat Vorteile, das hat Herausforderungen. Ich würde jetzt mal sagen, das ist einfach eine Folge, der schwelt schon seit Jahren. Aber mit Corona selbst hat das jetzt tatsächlich mal ausnahmsweise nichts zu tun. Das hätte ich mir durchaus vorstellen können, dass so eine Entwicklung in die Richtung geht, sich weniger festzulegen, um dann halt auch im Fall eines Engpasses weniger Probleme zu haben. Also ich glaube, dass das eher in die andere Richtung geht, weil Corona oder sagen wir mal so, das, was sich abgezeichnet hat und jetzt in Corona an Dynamik gewonnen hat, ist ein Prozess, der dazu führt, dass die Anzahl der Zulieferer in vielen Bereichen zurückgeht. Viele Zulieferer in der Uhrenindustrie sind Mittelständler gewesen, Generationennachfolge und. Die Uhrenindustrie hat sehr stark globalisiert in den letzten Jahren, gerade die großen Konzerne, die kaufen weltweit ein. Das hat natürlich auch bei den lokalen Herstellern hier in Europa dazu geführt, dass die sich umorientieren. Und das wiederum führt dazu, dass es eher schwieriger ist, eine Auswahl für den Uhrenhersteller zu treffen. Das heißt, er muss gegebenenfalls sie sogar noch stärker an irgendwelche Leute binden. Er wird versuchen, immer zweigleisig zu fahren, dass er zweite dran hat, klar. Aber wenn sie dann am Ende des Tages hier in Europa nur noch drei Hersteller haben für einen Teil, naja gut, dann ist die Auswahl auf die drei beschränkt. Dann ist die Auswahl auf die drei beschränkt. Also ich glaube nicht, dass ein Hersteller so ganz so einfach sagt, ich kaufe 100 Teile hier, 200 Teile hier, 300 Teile hier, denn man muss sich immer überlegen, sind die alle absolut identisch? Ich muss immer schauen bei meiner Produktion, dass ich selbst nachvollziehen kann, was ich wo eingebaut habe. Das sind alles so Herausforderungen, die nicht ganz ohne sind, denke ich mir. Ja, das glaube ich. Ja. Wir haben jetzt über Sie gesprochen, wir haben über die Branche gesprochen. Ich würde gerne mal den Fokus etwas schärfen und
nur auf die Marke Guinan gucken. Was macht für Sie das Besondere an der Marke Guinan aus? Mir fällt jetzt leider der deutsche Begriff nicht dafür ein. Was ist der USP? Ja, das ist der Nachteil der deutschen Sprache, dass kurze amerikanische Begriffe schwer erklärt werden. Ja, also das Alleinstellungsmerkmal. Genau, das Alleinstellungsmerkmal. Wir haben das schon lange vergessen, weil wir das deutsche Wort nicht verwenden. Nein, also Guinan ist ein kleiner Hersteller. Man würde heute modemäßig Boutique-Hersteller sagen, der das Werkverkaufsmodell, das heißt Uhren direkt ab Werk an den Kunden zu verkaufen, für sich sehr restriktiv umsetzt. Das unterscheidet uns sicherlich von der Großzahl der Hersteller, das ist das eine. Das bedingt kleine Stückzahlen. Wir fertigen handwerklich, bedingt durch die kleinen Stückzahlen, ohne aber Uhren zu machen, die man nur am Wochenende tragen kann, weil sie so exotisch sind, da sie zu divisil sind oder zu teuer sind, ein Goldgehäuse haben oder was auch immer man sich vorstellen kann. Ich denke, da füllen wir den Uhrenmarkt mit einem Produkt, was seine Exklusivität aus der Stückzahl und der Direktheit des Kundenkontakts bezieht. Und das ist was sie sehr, sehr selten finden. Sie finden immer wieder mal Aspekte hier, ein bisschen Direktverkauf, ein bisschen das, aber bei uns ist das kondensiert wie durch ein Brennglas, der Verkauf direkt ab Fabrik hier in kleinen Stückzahlen von handwerklich gemachten Uhren und zwar von Uhren, die man wirklich jeden Tag tragen kann. Und das ist, glaube ich, das, was genau ausmacht. Dann haben wir natürlich eine lange Erfahrung mit Uhren, besonders mit Chronographen, also mit Uhren mit Stopffunktion. Das machen wir ja seit dem ersten Tag. Das sind jetzt 155 Jahre her. Und schöpfen da auch aus Designideen. Das macht uns sicherlich besonders, ohne dass wir jetzt die Historie ständig wiederholen müssen. Aber das hat schon eine eigene Identität. Und wir fertigen halt durchgehend Uhren. Das ist auch was uns ein bisschen unterscheidet. Wir sind also keine künstlich aufgebaute Marke, sondern eine, die wirklich durchgeht, ohne einen Tag Unterbrechung, seit 1865 fertig. Das ist jetzt für uns eine Verantwortung, keine Last, aber für den Kunden auch ein klares Statement. Also ich kann zumindest sagen, für jeden, der noch nicht hier war, sobald man hier durch die Tür kommt, merkt man das auch. Man sieht es auf dem Video nicht, deswegen habe ich ein paar Mal geguckt. Wir sitzen noch hier an einem Original Guinan-Tisch, wie ich vor noch nicht mal einer halben Stunde gelernt habe. Also hier atmet alles die Tradition, ohne altbacken zu wirken. Ja, also der Stuhl, auf dem ich hier sitze und das Sofa und der Tisch sind tatsächlich aus dem Gründungsjahr 1865 bilden so ein bisschen die Erdung sozusagen für uns. Aber das bedeutet jetzt nicht, dass wir hier grundsätzlich überall hochherrschaftlich rumlaufen und uns in unserer Vergangenheit wälzen, sondern das ist einfach nur eine Verantwortung, die man mit übernimmt, aber keine Belastung. Es ist eine Verantwortung, einfach zu schauen, dass man ein gutes, handwerklich gutes Produkt fertigt und sich in dieser Kette der vielen, die das im Vorfeld getan haben, ein bisschen auch einreiht, einer gewissen Demut, ohne da jetzt nach hinten zu gucken und ständig zu sagen, wir sind die Schönsten, die Ältesten etc. Das tun wir nicht. Das brauchen wir nicht, weil wir wissen, wie alt wir sind. Wir brauchen da jetzt kein Marketing drum zu machen. Aber das umgibt sicherlich das Haus. Und in der Fertigung haben wir die Schränke von dem Herrn Sinn stehen. Die sind jetzt zwar etwas jünger, aber vergleichsweise sicherlich noch sehr alt. Sodass wir eigentlich auch diesen Teil von Guinan, diese 50 Jahre der Zusammenarbeit zwischen dem Herrn Sinn und uns, als Teil unserer Geschichte betrachten und faktisch auch das als Ansporn nehmen für neue Modelle. Das ist ein tolles Stichwort, neue Modelle. Hier steht Zukunft Guinan. Zukunft Guinan, ja, neue Modelle, was sonst? Ich will ja nicht das Orakel aus Frankfurt sein. das ist jetzt nicht mein Punkt. Wir wissen, die uns kennen, wissen, dass wir unsere Kunden immer so ein bisschen vorbereiten auf ein neues Modell, so ein paar Tage vorher.
Jetzt haben wir nur gerade vor 2 Wochen haben wir eine kleine Serie aufgelegt. Wir werden regelmäßig neue Modelle bringen, klar. Und da ist einiges in der Pipeline. Die Corona-Krise hat uns natürlich alle ein bisschen vom Zeitrahmen durchgeschüttelt, weil wir einfach momentan kaum Gelegenheiten haben, neue Uhren den Kunden leibhaftig vorzustellen, sodass sie die anfassen können. Aber irgendwann ist auch diese Krise soweit im Griff sozusagen, dass wir das wieder gut hinkriegen. Ja, wie ich vorhin sagte, wir sind die Spezialisten für Chronographen, also man darf erwarten, dass da auch wieder was kommt. Ja. Und wir haben auch unsere Heimat bei Fliegeruhren, von daher wäre es nicht falsch zu vermuten, dass Chronographen Fliegeruhr auf der Agenda steht. Das ist, glaube ich, wer Ihr Portfolio kennt, unverkennbar der Schwerpunkt. Ja. Aber ich meine auch erkannt zu haben, dass Sie vorsichtige Änderungen am Portfolio vorgenommen haben mit der Kalender 31 und anderen Dressern, dass Sie das Spektrum ein bisschen aufgefächert haben. Wird es auch noch mehr geben oder ist das erstmal genug? Denn ich könnte mir vorstellen, dass Sie den Markenkern auch nicht verbessern wollen. Also an Designideen mangelt es nicht. Mhm. Das kann ich verraten. Das ist unser kleinstes Thema. Wir haben immer so einen größeren Fundus an Ideen, die bei uns wachsen. Die entstehen in den Köpfen von 2, 3 Leuten. Mhm. Mehr ist das ja nicht hier an Ideengebern. Und dann müssen die wachsen und dann müssen die auch hinterfüttert werden mit dem Material, sprich mit den Teilen, die man dazu braucht. Da wir ja eigentlich nur mittelständische Zulieferer haben, haben wir natürlich immer die Thematik, dass wir auch gucken müssen, was können die realisieren, was können wir auch verarbeiten. Wir sind ein kleines Team, direkt ab Werk zu verkaufen, bedeutet auch, dass man sich ein bisschen fokussieren und ein bisschen beschränken muss, dass man keine 20 Modelle gleichzeitig rausbringen kann. Die Tendenz, die Sie in den letzten 1, 2 Jahren gesehen haben, verstärkt jetzt im Jahr 2020 außer Fliegeruhren auch noch nicht Fliegeruhren zu zeigen, ist eigentlich etwas, was Guinan schon immer hatte, denn in den 100 Jahren, bevor der Herr Sinn bei Guinan Kunde war, hat Guinan auch vergleichsweise elegante Uhren gemacht. Das waren damals gar nicht unbedingt elegante Uhren, aber heute würde man sie als solche bezeichnen. Also Flying Officer zum Beispiel war eine Uhr für wissenschaftliche, technische Zwecke, ist aber sehr viel eleganter wie heute typischerweise eine Sportuhr oder eine Fliegeruhr. Den Teil stärken wir wieder sehr behutsam. Mhm. Mit der Kalender 31 haben wir uns natürlich auch im Traum ein bisschen erfüllt, mal jenseits der normalen Uhr etwas zu machen, zu zeigen, dass ein kleiner Hersteller auch sich in den Feld vorwagen kann mit einer Komplikation, die es an anderer Stelle nicht gibt. Und dass man auch zusammen mit einem deutschen Erfinder was realisieren kann, wo andere sagen, ach, da kann ich keine 1000, 2000 verkaufen, das ist für mich nicht interessant. Das können wir natürlich nicht ständig machen, ist klar. Dafür haben wir einfach auch nicht den Manpower zur Verfügung. Aber das wird tatsächlich in der nächsten Zeit auch nochmal ein Punkt sein. Hängt auch natürlich so ein bisschen davon ab, was die Kunden wünschen. Und wenn Sie mir sagen, was die Kunden nächstes Jahr haben wollen, bin ich gerne bereit. Wenn ich das setze mich hier und Sie hier. Genau. Ich weiß es natürlich auch nicht. Dann wäre ich im falschen Beruf. Ja, wenn ich das wüsste, dann hätte ich es vielleicht leichter, vielleicht aber auch schwieriger, wenn sich herausstellen würde, dass Kunden was sich wünschen, was mir jetzt so gar nicht liegt, weil die Uhren müssen erstmal, das hört sich egoistisch an, aber müssen mir gefallen, damit ich sie mit ganzem Herzen machen kann. Und wenn sie dann Kunden auch gefallen, ist das für mich super. Da höre ich auch zu, wenn der Kunde sagt, das könnte man anders machen. Nicht alles kann man umsetzen. Die Physik ist da manchmal massiv dagegen.
aber natürlich, wir hören da immer zu. Aber ich weiß es auch nicht, was in den nächsten Jahren, in welche Richtung sich das bewegt. Erst waren es ganz große Uhren, da haben wir nicht mitgemacht. Jetzt werden sie wieder kleiner, das kommt so ein bisschen entgegen, finde ich, weil die kleinen Uhren erfahrungsgemäß doch ein bisschen leichter tragbar sind für Mitteleuropäer. Und dann schauen wir mal, was einfach als nächstes passiert. Solange es keine Smartwatch ist, alles gut. Nein, ich finde das wirklich, wirklich klasse, auch gerade die Kalender 31. So viele funktionale Innovationen habe ich nicht gesehen. Auf der technischen Ebene, auf der Werksebene gibt es immer mal was, aber eine wirklich Funktion neu interpretiert, das haben wir auch lange zusammengesessen. Haben wir lange hier zusammengesessen. Wir haben ja jetzt nur kein riesiges Entwicklerteam, sondern das muss wirklich in der Zusammenarbeit zwischen dem entsprechenden Uhrmacher und mir und dem Kollegen, der am Design feilt. Die Grundidee kommt hier schon her, aber das Design wirklich, da haben wir jemanden, der das kann. Und das neben dem normalen Geschäft, neben der Kundenbetreuung, die für uns wichtig ist, zu realisieren, ja, das ist eine Herausforderung. Schauen wir mal, was wir da als nächstes in die Pipeline schieben. Ja, wir sind wirklich, glaube ich, gespannt. Ich hoffe es. Ich habe noch eine ganz konkrete Frage, weil ich hatte Ihren Foren immer mal wieder gesehen. Auf Ihrer Homepage steht Uhren gebaut in Deutschland. Ja. Ist Deutschland hier unten der Keller? Wird wirklich jede Uhr hier im Hause zusammengesetzt? Deutschland ist glücklicherweise kein Keller und unsere Produktion hat tatsächlich Tageslicht. Wir sperren also die Uhrmacher nicht in den Keller ein. Okay. Wobei die Idee ist vielleicht. Nein, jetzt mal Scheiß beiseite. Ja, also wir haben ausschließlich diesen Standort und nur hier bauen wir die Uhren zusammen. Nur hier kriegen die ihr Zertifikat, kriegen die Endkontrolle, diese ganze. Es gibt keinen anderen Standort, wo wir unsere Uhren irgendwo bauen. Als wir begonnen haben, hatten wir die Hausaufgabe aus dem Bestand an Teilen, da stand teilweise noch Swissmade drauf auf den Gehäusen. Der alte Herr Sinn hat sich da jetzt nicht ganz so viel Gedanken drum gemacht, ob das Swissmade-Gehäuse in Deutschland zusammengeschraubt wird oder nicht. Wir hatten die Hausaufgabe, was machen wir da? Und die naheliegende Idee Made in Germany habe ich relativ schnell verworfen, weil dieser Begriff, sagen wir mal, recht leger handhabbar ist. Und so kam ich dann relativ schnell zu dem Punkt zu sagen, hergestellt in Deutschland ist ein sehr deutliches Zeichen, weil wir genau sagen können, was davon passiert. Allerdings haben unsere Kunden gesagt, ihr seid ein Frankfurter Unternehmen, warum schreibt ihr nicht Frankfurt drauf? Und das ist das, was in den letzten Jahren jetzt vermehrt passiert ist. Wir zeigen sehr deutlich Flagge, dass das Produkt aus Frankfurt kommt. Mhm. Als Frankfurter ist mir das auch ein persönliches Anliegen, natürlich, ist klar, logisch. Und da freue ich mich, dass unsere Kunden gesagt haben, ja, da können wir gut mitgehen und deshalb schreiben wir das drauf. Also die Uhren stammen alle hierher aus dem Gebäude. Klasse. Ist, glaube ich, auch nicht mehr gang und gäbe und keine Selbstverständlichkeit. Also sicherlich gibt es eine ganze Menge kleiner Hersteller, die wirklich alles selbst machen, in Anführungszeichen, in eigenen Werkstätten. Und dann gibt es natürlich eine eher größere Anzahl, die sich auf das Design beschränken und woanders produzieren lassen. Ich will das auch nicht werten. Das ist der Qualität auch nicht unbedingt abträglich, sowohl das eine als auch das andere. Wir haben uns für den Weg entschieden zu sagen, wir wollen wirklich hier zusammenbauen. Das soll ein genuines Frankfurt-Produkt sein. Also mir gefällt es und ich glaube auch, dass das der internationalen Kundschaft durchaus gefällt. Ja, und man sieht, dass Frankfurt tatsächlich eine gewisse Bekanntheit erlangt hat. Ja, das glaube ich gerne. Nicht nur wegen Flughafen, sondern auch so. Ja. Ich würde gerne zum Abschluss noch eine schnelle Runde machen. Okay. Ich sage immer zwei Alternativen. Und Sie sagen, was Ihnen davon mehr zusagt. Hund oder Katze? Hund, ich habe eine Katzenallergie. Bier oder Sekt? Bier. Ballett oder Bundesliga? Oha, das ist eine gute Frage. Ich würde mich tendenziell eher für Bundesliga entscheiden. Im Urlaub, Köln oder Kalifornien?
Habe ich noch eine dritte Möglichkeit? Gerne. Da ich alte Gebäude gerne sehe, würde ich mir in Köln tatsächlich die alten Gebäude angucken. California dürfte das etwas schwerer werden, da würde ich mir dann die Landschaft angucken müssen. Okay. Kuli oder Füller? Füller. Pizza oder Sushi? Pizza. Sommer oder Winter? Winter. Winter? Ja. Okay. Queen oder Mozart? Queen. Queen. Es tut mir leid, ich bin ein Kind dieser Generation. Ich schätze Mozart, ich höre die Musik auch gern, aber wer einmal auf so einem Konzert war, wird wahrscheinlich da kaum sich entziehen können. Na, ich glaube, da das sehen wir dann ganz ähnlich. Ich bedanke mich sehr. Es hat gerne unglaublich viel Spaß gemacht. Und ich hoffe, dass wir viele Kommentare bekommen und auch die, die sich anschauen, entsprechend viel Freude haben. Ja, würde mich freuen. Nehmen Sie sich alles ernst, was ich gesagt habe. Der Hintergrund ist immer ernst, aber ich erlaube mir dann manchmal, das ein bisschen flapsig rüberzubringen. Wunderbar. Dankeschön. Gerne. Wenn euch sowas gefällt, dann lasst gerne einen Kommentar da. Ich bin super neugierig, wie euch dieses Gespräch gefallen hat, ob ihr mehr davon sehen möchtet und was wir gegebenenfalls in Zukunft anders machen können, wenn ich mit anderen bekannten Namen der Uhrenbranche eventuell ins Gespräch kommen kann. Bis dahin, tschüss, euer Axel.